jetzt wirklich mal zur Mechanik. So eine Grundidee, wozu brauche ich eigentlich das Getriebe in der Windkraftanlage? Welche Übersetzung brauche ich im Getriebe? Das ist ja der Job des Getriebes, von einer bestimmten Zahl an Umdrehungen zu einer anderen bestimmten Zahl an Umdrehungen zu kommen. Welche Übersetzung brauche ich in dem Getriebe? Was ist dessen Job? Mal folgende Situation. Ich habe eine Schnelllaufzahl von 6. Ich habe eine Windgeschwindigkeit V1 nenne ich die mal wieder, von 14 Metern pro Sekunde. Ich habe einen Rotordurchmesser von 100 Metern. Und ich habe einen vierpoligen Generator. Das muss ich wahrscheinlich gerade einmal sagen, weil das bei den elektrischen Maschinen noch nicht dran war. Ein vierpoliger Generator, und zwar so ein ganz normaler, 50 Hertz, wie er auch sonst im Kraftwerk stehen könnte. Ich mache mal gerade Folgendes auf. Ein zweipoliger Generator, der würde so funktionieren, als Cartoon. Details nächste Woche, aber als Cartoon. Ein zweipoliger Generator würde so funktionieren. Sie haben einen Magneten, der sich dreht. So, ein Magnet, der sich dreht und induzieren dann durch das sich ändernde Magnetfeld eine Spannung in Spulen drin. Jetzt kann man sich angucken, pro Umdrehung, was wird pro Umdrehung passieren? Hier habe ich die Zeit, hier habe ich die Spannung. Ich schreibe nochmal hin, das ist ein zweipoliger. Sie sehen hier bei dem Läufer, der Läufer hat zwei Pole, ein Polpaar, Nord und Süd. Ein Läufer mit zwei Polen, das ist ein zweipoliger Generator. Was sehen Sie bei einer Umdrehung? Was sehen Sie bei einer Umdrehung als Ausgangsspannung an diesen Spulen? Wirklich so banal, ja, einfach nur einmal einen Sinus machen. Einmal durch, den Sinus einmal rum. Das wird der zweipolige machen. Jetzt wird man vielleicht eher einen vierpoligen Generator haben. Vierpolig heißt zwei Polpaare, nicht? Das ist ein Polpaar, zweipolig. Beim vierpoligen habe ich zwei Polpaare. Machen wir hier wieder mal ein Cartoon eines Generators. Zwei Polpaare heißt sozusagen zwei Permanentmagneten auf diese etwas komische Art zusammengebaut. Das sind zwei Polpaare oder vier Pole. Und der dreht sich dann wieder. Und wenn der eine Umdrehung macht, wenn hier der Läufer eine Umdrehung macht, was sehe ich dann als Ausgangsspannung? Ja, zwei Perioden, das ist ja nun doch offensichtlich. So, das wird da rauskommen. Ich kriege zwei Perioden. Es kommt ja der Nordpol und der Südpol pro Umdrehung zweimal vorbei, weil ich zwei Südpole und zwei Nordpole habe. Das ist beim Vierpoligen. Und so geht das natürlich weiter beim 20-Poligen und so weiter und so weiter. Sehen Sie schon, warum das vielleicht sinnvoll wäre, Generatoren zu haben, die nicht einfach zweipolig sind, sondern viel mehr Pole haben? Warum wäre das vielleicht sinnvoll? Genau, das ist der Punkt. Sie müssen nicht so hohe Drehzahlen haben, um auf die 50 Hertz zu kommen. Hier müssen Sie wirklich 50 Mal pro Sekunde rum, sonst haben Sie keine 50 Hertz. 50 Mal pro Sekunde will sagen, 3000 Umdrehungen pro Minute. Das ist nicht so wirklich lustig, 3000 Umdrehungen pro Minute. Wenn Sie einen vierpoligen Generator haben, zwei Polpaare, reicht Ihnen die Hälfte, wenn Sie einen 20-poligen und so weiter haben. Das muss nicht so wahnsinnig schnell laufen. So, jetzt müsste alles parat sein. Rechnen Sie mal in dieser Situation. Warum brauche ich das Getriebe? Was muss das Getriebe tun? Was ist die Übersetzung, die das Getriebe liefern muss?
um aus diesem Generator dann wirklich nachher 50 Hertz rauszuholen. So, vielleicht ist es am einfachsten, mit dem Generator anzufangen. Das haben Sie, glaube ich, auch alle gemacht. Der zweipolige Generator, der würde 60 mal 50 Umdrehungen pro Minute brauchen, 3000 Umdrehungen pro Minute. Der vierpolige braucht 1500, die Hälfte Umdrehungen pro Minute. Aber wir arbeiten ja nicht pro Minute, sondern pro Sekunde. Das Spannende ist, der vierpolige Generator braucht 25 Umdrehungen pro Sekunde. Umdrehungen pro Sekunde. Denn pro Umdrehung produziert er zwei Perioden in der Ausgangsspannung. So, das ist der einfache Teil. Jetzt kommt der etwas kompliziertere Teil. Wie viele Umdrehungen pro Sekunde macht der Rotor? Ich kriege erstmal die Umfangsgeschwindigkeit, nämlich 6 mal die 14 Meter pro Sekunde. Will sagen 60 plus 24, also 84 Meter pro Sekunde Umfangsgeschwindigkeit. Und dann nehme ich die beiden noch zusammen, den Rotordurchmesser und die Umfangsgeschwindigkeit, und versuche jetzt die Zahl der Umdrehungen pro Sekunde des Rotors rauszukriegen. Das wäre 84 Meter pro Sekunde durch den Umfang, das sind also 100 Meter mal Pi, 314 Meter Umdrehungen pro Sekunde. Das müsste da rauskommen. Die 84 Meter pro Sekunde geteilt durch 314 Meter. Die Meter sind weg, es bleibt 1 durch Sekunde übrig. Und dieses Verhältnis, das muss das Getriebe bringen. Also 84 314 müssen zu 25 werden. Das ist das Übersetzungsverhältnis vom Getriebe. Ich will 25 Umdrehungen pro Sekunde raushaben und ich komme mit 84 314 Umdrehungen pro Sekunde rein. Das wäre die Übersetzung, also 25 mal 314 durch 84. Irgendwas bei 7500 durch 84. 7500 durch 84. Sie sehen, wenn ich so grob kürze, knapp unter 100. Dafür das Getriebe. Wenn Sie einen Generator haben, der eine relativ niedrige Polzahl hat, so ein vierpoliger Generator, wie er eben gerne mal im Kraftwerk steht, und der dann außerdem auch noch netzsynchron laufen muss mit 50 Hertz oder fast netzsynchron laufen muss, asynchron Generator, dann haben Sie den Ärger, dass Sie irgendwie übersetzen müssen. Mit einem Übersetzungsfaktor von vielen Dutzend bis knapp unter 100. Das ist der Job von dem Getriebe. Das Getriebe erlaubt mir, einen Generator direkt ans Netz zu setzen, der relativ wenige Polpaare hat.